Ein bestimmter Sektor ist in den letzten Tagen deutlich hervorgestochen. Hier ging es prozentual um ganze 20% nach oben. Umso wichtiger ist es, dass dieser Markt jetzt seine Bewegung fortsetzt, die Kursgewinne aus den letzten Tagen weiter ausbaut. Denn eine Sache ist ganz klar, wir sind jetzt hier wirklich an einer Make-or-Break-Zone angelangt, wo es wichtig ist, dass der Markt uns Stärke präsentiert und weiter nach oben hinläuft und nicht seine ausgebildeten Kursgewinne wieder abgibt. Wir schauen uns heute in diesem Video genau an, was Canopy Growth in der nächsten Zeit so machen soll, wie es hier ganzheitlich bezogen auf den Cannabis-Sektor in der nächsten Zeit weitergehen soll. All das erfahrt ihr in dem heutigen Video. Nach dem Intro geht's weiter. Ich bin das Phantom und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Video hier auf dem Kanal Phantom bei HKCM. Bevor wir mit dem eigentlichen Video und der Analyse einsteigen, wollte ich an dieser Stelle nur noch mal ganz kurz Dankeschön sagen, denn wir sind jetzt hier auf diesem Kanal kurz davor, die 50.000 Abonnentenmarke zu knacken. Es ist wirklich eine unglaubliche Zahl für mich. Diesen Kanal gibt es jetzt noch nicht einmal ein Jahr. Ich glaube, dass ich das erste Video Richtung Februar oder März hochgeladen habe, umso wahnsinniger ist der Kanalwachstum. 50.000 Abonnenten, wir sind jetzt bei 49.300 überschlagen innerhalb eines Jahres. Das war tatsächlich mein Jahresziel, was ich mir persönlich gesetzt hatte. Ich wollte unbedingt die 50.000 Abonnenten knacken und das Ganze wird sehr wahrscheinlich mit dem aktuellen Wachstum absolut Realität, wenn nicht sogar deutlich über den 50.000 hier zu Jahresende ebenso sein. Und da wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz Dankeschön sagen für euren tatkräftigen Support hier jeden Tag auf YouTube. Die Einschaltquoten bzw. die Klickzahlen sind bezogen auf die Abonnentenzahl sowas von übertrieben gut, dass mir da teilweise wirklich die Worte fehlen, was ich hier für eine Aufmerksamkeit auf YouTube eurerseits erhalte. Ich persönlich bin natürlich immer bestrebt, den maximalen Mehrwert euch zurückzugeben in dieser Form und lerne natürlich auch nie aus, was meine Analysefähigkeiten angeht. Ich denke, dass wir in der letzten Zeit, wir gemeinsam, ihr als Abonnenten, ich als derjenige, der die Analysen mit euch teilt, hier einiges richtig gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass einige von euch im vergangenen Jahr eine Rendite erzielt haben, die den Gesamtmarkt deutlich geschlagen hat. Das ist natürlich auch unser Grundziel für das nächste Jahr. Wir wollen immer besser werden und wir lernen auch nie aus. Deswegen sage ich an dieser Stelle nochmals vielen Dank für euren Support. Macht weiter so. Wenn ihr mir hier auf YouTube etwas zurückgeben wollt, dann wisst ihr es inzwischen. Lasst einen Daumen nach oben da. Damit würdet ihr mich weiterhin und meine Arbeit hier auf YouTube etwas Wertschätzung zurückgeben und mich dahingehend supporten, dass ihr den Algorithmus befeuert. Es wird selbstverständlich auch ein Special geben zu 50.000 Abonnenten. Da werden wir sehr wahrscheinlich schon über der Marke sein. Und zwar wird es nochmals eine Single geben. Einige von euch wissen es ja, ich mache Musik, ich bin leidenschaftlicher Musiker, ich spiele Gitarre und ich singe auch. Die allermeisten wissen das inzwischen, entweder über die Livestreams oder über die Releases, die ich hier auf YouTube schon hatte. Und zwar wird es jetzt demnächst, es ist natürlich die Frage, ob wir das dieses Jahr noch hinbekommen oder nicht, aber alles spätestens im Januar wird es meine zweite Single auf Spotify und Co., wie aber auch hier auf YouTube geben, als Dankeschön meinerseits. Der Titel heißt Grautöne. Meines Erachtens mit der geilste Song, den ich je geschrieben hatte, ist tatsächlich auf Deutsch. Das ist jetzt natürlich auch sehr interessant für einige von euch. Ihr kennt ja nur meine englische Stimme. Tatsächlich klinge ich auf Deutsch nochmal ganz anders und da sind sehr viele Emotionen reingeflossen in diesen Song. Deswegen freue ich mich da enorm auf den Release, um das Ganze dann auch mit euch teilen zu dürfen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, springen wir gleich mal in das Canopy Growth Chart, denn hier hat sich natürlich in der letzten Zeit einiges getan. Zum letzten Video waren wir hier unten in der Range noch drin. Der Markt hat es jetzt geschafft, wo ich auch kommuniziert hatte, dass ich jetzt endlich mal eine Impulsbewegung, um das weitere Szenario in der Primärerwartung so gewährleisten zu können, es eben wichtig ist, dass der Markt hier tatsächlich allmählich eine Impulsbewegung ausbaut. Diese haben wir in den letzten Tagen gesehen. Natürlich hat der Markt hier stellenweise vor allem gestern wieder etwas korrigiert. Eine Sache ist an dieser Stelle auch ganz klar und wichtig, und zwar muss der Markt jetzt weiterhin an Dynamik nach oben hin gewinnen. An dieser Stelle würde ich auch ganz gerne mal mit der übergeordneten Struktur anfangen. Das Chart bzw. den Gesamtchart, den kennt ihr ja inzwischen. Das ist die logarithmische Ansicht von CGC, also die Notierung der Aktie an der New Yorker Börse,
wo ich das Ganze innerhalb einer Flat-Expansion für diese C mit einer Expansionsannahme für diese mögliche Welle C, die einen übergeordneten bärischen Zyklus der 2 hier komplettieren soll, bei rund 40 Cent ausgebildet haben sollte. Dieses Chart ist mit der Unterstützung beim lokalen Tief weiterhin intakt. Das heißt, ich gehe hier weiterhin davon aus, dass wir wahrscheinlich unseren überzyklischen Boden schon ausgebildet haben und Canopy Growth es uns hier im Anschluss dann ermöglicht, ganz überzyklisch betrachtet, die nächste Expansion dieser übergeordneten Welle 3 auszubilden mit möglichen Kurszielen bei 153 kanadischen US-Dollar in der Expansion bei 200 Dollar. Dazu muss ich aber sagen, das ist die überzyklische Betrachtung. Wann diese Kursziele erreicht werden und ob sie überhaupt erreicht werden, ist eine andere Sache. Wir gehen hier mit den technischen Wahrscheinlichkeiten mit, deswegen bin ich persönlich auch bei Canopy Growth investiert, weil ich einfach grundsätzlich der Meinung bin, dass wir es hier übergeordnet betrachtet mit einem extrem homogenen Chart zu tun haben und entsprechend das natürlich auch die Wahrscheinlichkeiten erhöht, dass wir sehr wahrscheinlich neue Allzeithöchststände hier erreichen könnten. Wann das aber der Fall sein wird, kann ich persönlich nicht sagen. Das ist für mich persönlich absolut ein Investment, wo ich gerne bereit bin, das Ganze auf Multijahresebene, wenn nicht sogar über Jahrzehnte hinweg, zu halten. Das mal vorweggenommen. In der kurzfristigen Struktur haben wir also diese Impulsbewegung gesehen. Der Markt ist in dieser Welle 2 Annahme sehr tief gekommen. Es ist und bleibt an dieser Stelle aber weiterhin relevant, dass das letzte lokale Bottom, wo ich es bei eben 52 kanadischen Cent annehme, verteidigt wird und der Markt hier allmählich weiterhin nach oben läuft. Mit Bestätigungspunkt bei 2,60 Dollar geht es darüber, haben wir hier eine Welle 3 Expansion, die wir so auch selbstbewusst mit euch kommunizieren können. Das heißt, Risiko gering halten, diejenigen, die von euch investiert sind, Positionen laufen lassen, schauen, was der Markt hier macht, aber das Ganze weiterhin als Gamble-Position im Portfolio betrachten. Ich mache da auch nichts anderes und habe die Position bereits jetzt abgeschrieben, sodass man hier auch nicht negativ überrascht wird. Warum bin ich so bullish auf Canopy Growth? Zum einen haben wir es auf den gesamten Sektor betrachtet sehr wahrscheinlich mit Bodenbildungen zu tun. Eine spannende Korrelation, die ich auch häufig betrachte und die für mich relevant ist in der Analyse im breiten Spektrum betrachtet für den Cannabis-Sektor, ist der größte Spieler aus diesem Bereich mit der größten Marktkapitalisierung, und zwar Green Thumb. Bei Green Thumb Industries gehe ich ja auch davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich unseren überzyklischen Boden ausgebildet haben. Wir haben hier auf dem übergeordneten Chart eine wirklich schöne Kaufreaktion innerhalb unserer langfristigen Kaufzone gesehen. Diese Kaufzone wird für die Abonnenten des Cannabis-Pakets in der schriftlichen Analyse kommuniziert. Das heißt, wir gingen hier davon aus, dass wir in diesem Bereich sehr wahrscheinlich unseren Boden ausbilden sollten. Und seitdem hat der Markt hier tatsächlich eine wirklich schöne Impulsbewegung ausgebildet. Im Gegensatz zu Canopy Growth hat der Markt aber nicht so tief korrigiert. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle auch bei der kurzfristigen Betrachtung. Nach erfolgreichem Ausbruch dieser ersten Impulsbewegung bin ich davon ausgegangen, dass wir hier analog in der Korrelation ebenfalls eine Welle 2 Korrektur ausgebildet haben, wo ich auch eine weitere Zielzone kommuniziert habe. Warum der Markt hier nicht so tief korrigiert hat im Gegensatz zu Canopy Growth, ist ganz einfach. Wir haben es hier mit deutlich größerer Marktkapitalisierung zu tun. Das heißt, die Volatilität nimmt automatisch ab. Bedeutet also im Umkehrschluss, dass die Regelanlaufzone zwischen 50% und 78%, was ja hier unsere letzte Zielzone auch dargestellt hatte, im Normalfall für die Welle 2 Annahme angelaufen werden sollte. Der Markt konnte diesen Bereich erfolgreich verteidigen und seitdem können wir hier durchaus eine weitere Impulsbewegung interpretieren, wonach wir jetzt mit Bestätigungspunkt bei 16,15 Dollar, in diesem Fall kanadischen Dollar, eine Bestätigung für diese Welle 3 Annahme hier ausbilden würden. Ähnlich wie bei Big Tech oder in Bezug auf Kryptowährungen, wo die First Mover immer die Titel sind mit der größten Marktkapitalisierung, könnten wir hier auch im Cannabis-Sektor einen Liquiditätsshift von größeren Titel hinein in kleinere Titel erwarten, weshalb ich hier grundsätzlich schon lange der Annahme bin, dass obwohl wir eine tiefe Korrektur bei Canopy Growth gesehen haben und da wurde ja die Regelanlaufzone zwischen 75% und 78% nach unten hin durchbrochen, es sehr wahrscheinlich dennoch mit einer Welle 2 zu tun haben,
sofern das letzte lokale Bottom eben gehalten werden kann. Das heißt, im Hinblick auf die Indikatorenlage, und da schaut euch gerne mal das letzte Video zu Canopy Growth an, wo ich ja im Detail auf die Indikatoren eingegangen bin, unter Berücksichtigung und in Kombination mit der Betrachtung einer gewissen Korrelation von größeren Titeln aus diesem Sektor ist es für mich weiterhin sehr wahrscheinlich, dass obwohl wir in diesem Markt so tief korrigiert haben, es hier höchstwahrscheinlich mit einer Welle 2 Korrektur zu tun gehabt haben, die etwas in Disbelief gemündet ist und natürlich auch sehr viele Retail-Anleger aus dem Markt wieder gespült hat. Das heißt, wir haben hier eine Sentiment-Analyse, die es uns erlaubt, hier eine bullische Annahme zu fällen, in Kombination mit einer Impulsbewegung in der Annahme für diese Welle 1, 2 in die Welle 3 hinein und der Betrachtung von größeren Titeln, ist es hier weiterhin durchaus möglich, dass wir uns innerhalb einer Welle 3-Expansion befinden, und zwar erst am Anfang dieser Welle 3-Expansion. Jetzt ist aber wichtig, dass der Markt auf jeden Fall in den nächsten Tagen weiter hochläuft und das lokale Hoch bei 1,10 Dollar nach oben hin wieder verlässt. Geht es da drüber, erhöht das automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns sehr wahrscheinlich innerhalb dieser Welle 3-Expansion befinden. Spannend ist auch die Betrachtung in der überzyklischen Struktur, und zwar in der Candlestick-Analyse. Das ist ja auch eine Analyse, die sehr viele Analysten heranziehen. Das mache ich eher ungerne, da die Erfolgsquote, ich würde es jetzt mal sagen, nicht ganz so prickelnd ist. Deswegen stütze ich mich persönlich ausschließlich auf eine saubere Elliott-Wellenzählung in Kombination mit der Indikatorenlage, die solch eine Wellenzählung gegebenenfalls bestätigt. Was ich aber gelegentlich mache, ist, ich schaue mir an, wo sich gewisse Liquiditätspools befinden. Diese Liquiditätszuflüsse, wo also in dem Markt häufig Long- und Short-Positionen in bestimmten Bereichen auf dem Chart eröffnet werden, können entweder über teure Terminals ausgelesen werden oder über die Candlestick-Analyse. Wenn wir hier mal betrachtet auf der übergeordneten Monatsstruktur uns anschauen, wo sich tatsächlich sehr viel Liquidität befinden, da sehen wir, dass wir hier gewisse Monatskerzen sehen, die aufgrund der Volatilität Dochte ausgebildet haben. Hier gibt es drei Kerzen, die einem direkt entgegenspringen. Einmal dieser Docht bei der Welle A, die Welle B und jetzt vor kurzem, vor ungefähr 2 Monaten, dieser krasse Anstieg, der direkt wieder abverkauft worden ist. Das heißt, innerhalb dieses Bereiches befinden sich sehr viele Short-Positionen, die es geschafft haben, den Markt zu reversen. Diese Liquidität, also seitens der Short-Positionen, wird in den allermeisten Fällen geklärt. Geklärt bedeutet, dass die Positionen, die hier weiterhin Short-Positionen halten, aus dem Markt gespült werden und ihre Stop-Losses getriggert werden. In der klassischen japanischen Candlestick-Analyse sind solche Chartmuster meistens Reversal-Patterns. Das heißt, der klassische Analyst, der sich lediglich auf Candlesticks spezialisiert hat, würde davon ausgehen, dass wir es hier sehr wahrscheinlich mit einem Candlestick-Pattern zu tun haben, der einen Trendwechsel einleitet. Erfahrungsgemäß, und ich mache das Ganze nicht seit gestern, ich habe auch mit anderen Analysen angefangen, bevor ich auf EW gekommen bin, ist es aber so, dass solche Trendwechsel nur kurzfristig bedingt werden und der Markt meistens dorthin läuft, wo die meiste Liquidität sitzt. Also auch hier erhöht es automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass die Liquidität hier gefüllt wird und der Taktgeber des Marktes weiterhin nach Norden zeigt. Wir haben ja also aktuell zumindest mehrere Hinweise darauf, dass die Tendenz klar bullisch ist. Sofern der Bereich um 52 Dollar Cent hält, werde ich mich also weiterhin bullisch positionieren. Kurzfristig mit 30%iger Wahrscheinlichkeit ist es alles im Rahmen des Erwartbaren, dass wir hier ein neues Tief ausbauen könnten und einen gesamten Reset des Charts erwarten müssen und dann die erste Impulsbewegung. Sollte dieser Bereich allerdings weiterhin erfolgreich verteidigt werden können, werden wir hier kein neues Tief sehen und wir starten schon jetzt in die Welle 3 Expansion. Und an dieser Stelle würden wir uns auch ganz kurz zum Schluss des Videos mögliche Kursziele anschauen. Die sind ja unverändert im Vergleich zum letzten Video. Da würde ich an dieser Stelle ein klassisches Kursziel bei 162% erwarten Richtung 4 Dollar in der Expansion. Je nachdem, wie bullisch der Markt hier ausgebildet werden sollten, wären dann auch 6,19 Dollar möglich. An dieser Stelle möchte ich auch nochmals sagen, haltet eure Positionen gering bei Canopy Growth, geht jetzt nicht blind in den Markt hinein, überhebelt diesen Markt vor allem nicht,
Wenn, dann würde ich hier Einzelaktien kaufen und nicht mit irgendwelchen Zertifikaten hantieren. Wir haben es hier de facto einfach mit einem sehr volatilen Markt zu tun, wo auf den aktuellen Niveaus gesprochen einfach noch alles passieren kann. Ich sage aber ganz klar, und das ist meine Kommunikation, ich sehe die Tendenz und das Risiko weiterhin zur Oberkante und kann es mir aktuell zumindest eher nicht vorstellen. Zumindest mal mit lediglich einer Wahrscheinlichkeit von 30%, dass wir sehr wahrscheinlich nochmals neue Tiefstände sehen werden. Ansonsten schauen wir mal, was hier in der nächsten Zeit passiert. Es bleibt spannend. Die ganzen Cannabis-Titel springen wieder an. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Marktphase. Wir hören uns dann zum nächsten Update und ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, für euer Like und euer Abo. Bis zum nächsten Video. Ciao.